Armut, Bosheit und keine Wertschätzung der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Das Buch Mengele Zu war wirklich keine leichte Kost und ich musste immer mal wieder auch pausieren. Es geht um den kleinen Jungen Mino, der in einem Dorf im Regenwald aufwächst. Sein Vater verdient damit sein Geld, dass Mino in den Urwald oder in den Regenwald geht, Schmetterlinge fängt und der Vater diese dann präpariert und für viel Geld für das Dorf verkauft. Es kommt aber dann dazu, dass ein Ölkonzern in die Nähe des Dorfes kommt, weil dort ein großes Ölvorkommen ist. Und es beginnt alles mit Aufständen der Dorfbewohner gegen die Amerikaner und endet damit, dass die Amerikaner das gesamte Dorf ausrotten, wirklich die Menschen massakrieren, bis auf Mino, der nämlich zu diesem Zeitpunkt im Regenwald war, um neue Schmetterlinge für seinen Vater zu fangen. Deswegen übrigens auch das Cover, der Schmetterling, der wunderschöne blaue Schmetterling auf dem Cover, der leider nur noch einen halben Flügel hat. Und ja, Mino muss dann dieses Dorf verlassen, seine Heimat verlassen. Ich glaube, er ist zu dem Zeitpunkt, ist er schon 13 Jahre alt oder noch nicht ganz. Und trifft dann relativ schnell den Zauberer, einen Magier, und lebt dann eine sehr lange Zeit mit diesen zusammen. Die reisen halt und verdienen ihr Geld dadurch, dass sie Zauberstücke vorführen. Und Mino lernt auch sehr, sehr viel, lernt auch von ihm, sich durchzuschlagen. Aber auch leider wird diese Figur, diese neue Vaterfigur für Mino, von Amerikanern umgebracht. Und da ist dann der Punkt, also die Rachegelüste haben schon lange in dem kleinen Jungen geschwelt, schon bevor sein Dorf ausgerottet wurde. Und jetzt schließt er sich anderen Menschen zusammen, die bilden zusammen eine Terroristengruppe und bringen Menschen um, die für die Zerstörung der Natur verantwortlich sind, zuständig sind. Und natürlich kann man das nicht gutheißen. Man sieht auf der einen Seite, was Rachegelüste, was Rachegefühle mit einem machen, und auf der anderen Seite kann man es irgendwie nachvollziehen. Man kann das so gut nachvollziehen, man hat immer diesen kleinen Jungen vor Augen, der in sein Dorf gekommen ist und alle abgeschlachtet gesehen hat. Seine Zwillingsschwester, seinen kleinen Bruder, die Mutter, den Vater, das gesamte Dorf, und kann es irgendwie komplett nachvollziehen. Das Thema Umweltzerstörung ist gerade wieder sehr, sehr populär, auch in den sozialen Medien. Das hat zum einen das Rezo-Video zur Folge, aber auch die Fridays for Future-Bewegung und auch ja, die Klimadiskussionen ganz im Allgemeinen. Und mich würde eure Meinung zu diesem Thema interessieren. Bei uns zu Hause ist das ein sehr großes Thema. Vince ist da sehr interessiert. Vince hat auch sehr, sehr viel Ahnung davon. Mit seinen gerade mal 6 Jahren weiß der ganz genau, was die Umwelt zerstört, was jeder Einzelne von uns tun kann, um das aufzuhalten. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo einfach die Politiker ran müssen, wo sie eingreifen müssen und wo sie helfen und unterstützen müssen, um die Umweltzerstörung zu verhindern und zu beenden. Um euch diese Buchpräsentation abzudrehen, zu dem Buch, was ich gerade gelesen habe, Mengele Zu, beziehungsweise habe ich es über einen längeren Zeitraum wie üblich gelesen, weil es doch echt härtere Kost war, was mich ganz oft zum Schlucken, zum Weinen gebracht hat, weil ich diesen kleinen Jungen quasi hier zu Hause leben habe. Und also jedenfalls ganz am Anfang des Buches. Und mir dann halt auch solche Gedanken gemacht hätte, was passiert wäre, wenn Vincent nicht hier geboren worden wäre, sondern wie Mino zum Beispiel im Regenwald. Aber ich schweife schon wieder ab. Jedenfalls bin ich nach draußen gegangen, um dieses Video zu drehen. Und bin dann noch 2 Minuten gelaufen und habe dann eine Stelle gefunden, das hatte ich dann auch auf Instagram gezeigt, wo einfach mal so viel Müll rumlag. Grund Nummer 1 war, da stand ein Mülleimer, der war aber schon voll. Und der war auch nicht geschlossen, was immer ein bisschen blöd ist. Wenn Wind weht, wird nämlich der ganze Dreck einfach rausgeweht und keiner kommt dann wieder und sammelt das natürlich logischerweise wieder ein. Nichtsdestotrotz lag da auch Müll rum, der einfach auch nicht mehr in diesen Mülleimer gepasst hätte. Und es war einfach so, ich habe gerade über Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung gesprochen und komme dahin und sehe das dann da halt. Und es ist für mich einfach so unverständlich. Ein 6-Jähriger kann dir ganz genau sagen, wo der Müll hingehört. Definitiv nicht in die Natur. Der kann dir sagen, was das mit der Natur macht, wenn wir den Müll dort lagern. Der kann dir sagen, was passiert, wenn wir nicht endlich dafür sorgen, dass wieder mehr Wiesen für Bienen zum Beispiel
angerichtet werden. Was passiert, wenn wir nicht mehr genug Bienen haben? Er kann dir sagen, was passiert, wenn wir immer weiter Auto fahren und mit dem Flugzeug fliegen, wenn wir das nicht kontrolliert bekommen, wenn wir es nicht in den Griff bekommen. Er kann dir sagen, warum wir beim Einkaufen keine Plastiktüten beim Obst und Gemüse verwenden, warum wir die einfach nicht mit nach Hause nehmen. Das kann dir ein 6-Jähriger sagen. Und diese, ich schätze, 13-, 14-, 15-Jährigen, die da im Park diesen Müll hinterlassen haben, die wissen das eigentlich auch. Das weiß eigentlich jeder Mensch. Und ich habe letztens in einem Kommentar gelesen, ja, es ist ja so wenig, was wir tun können. Eigentlich können wir sehr, 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 sehr viel tun. Wir persönlich als Otto-Normalverbraucher können schon sehr, sehr viel tun, um die Umwelt zu schützen. Aber klar wird das, was jeder Einzelne von uns tun kann, die Umwelt nicht retten. Das können nur die Politiker, das können nur ganz klare Regelungen, das können nur ganz klare Verbote, wie zum Beispiel ein Verbot, den Regenwald abzuholzen und dort ganze Tiere, ganze Rassen auszurotten. Ein ganz klares Verbot würde das schon einfach regeln. Und das tut die Politik leider nicht. Und deswegen ist dieses Buch gerade so, 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 so wichtig. Denn wenn man das liest, wird all das, was man in seinem normalen Alltag von der Umweltverschmutzung, von der Klimaveränderung schon mitbekommt, nochmal um einiges härter, nochmal um einiges verstärkt. Und dann kann sich bitte jeder mal auf sein Popo zu Hause setzen und für sich ganz konkret überlegen, was kann ich, kleiner Mensch, tun? Weil wenn wir alle da sitzen und sagen, ja, man kann ja nicht viel machen, dann wird es auch nicht besser. Aber wenn sich jeder von uns zu Hause hinsetzt und mal überlegt, was er in seinem Alter Kleines verändern kann, um die Umwelt zu schützen, um die Umweltzerstörung zu minimieren, dann haben wir schon viel geschafft. Und mich würde jetzt eure Meinung zum Thema Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung sehr interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schreibt gerne auch mal, was ihr ganz konkret in eurem Alltag tut. Bei uns sind es wirklich so diese Kleinigkeiten wie, wir lassen keinen Müll in der Umwelt rumliegen. Wir benutzen keine Plastikbeutel mehr irgendwo, sondern wirklich nur noch unsere eigenen Stoffbeutel. So ganz praktische Sachen. Ne? Wir haben Glasflaschen. Also wir versuchen auch Plastik zu minimieren. Und das sind so ganz, 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 ganz Kleinigkeiten. Wir legen bald eine ganz, ganz große Blumenwiese, also so Wildblumenwiese an für Bienen, die halt nur, ich glaube, einmal oder zweimal im Jahr dürfen die nur gemäht werden oder so. Da nehme ich euch auch sehr, sehr gerne mit, wenn ihr da mal Bock drauf habt. Also diese Kleinigkeiten, Leute, diese Kleinigkeiten, überlegt einfach mal, was ihr ganz konkret in eurem Alltag tun könnt und vielleicht wollt ihr auch eure Kinder mit einbeziehen. Die haben nämlich richtig tolle Ideen und die haben da auch richtig Ahnung tatsächlich davon, weil denen das wichtig ist. Und uns muss mal klar werden, dass wir das unseren Kindern, unseren Enkelkindern und unseren Urenkelkindern hinterlassen. In was für einer Welt sollen unsere Urenkel mal leben? Gibt es diese Welt dann überhaupt noch? Ist es überhaupt noch möglich, darin zu leben? Ich weiß es nicht. Also einfach mal auch überlegen, was wir den nächsten Generationen hier hinterlassen. Und damit möchte ich meine Buchbesprechung heute beenden. Es war ein sehr, sehr tolles Buch. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ich verlinke es euch sehr, sehr gerne, wie immer, unten in der Infobox und freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare und auf eine rege Diskussion mit euch.